Ja, liebe Leute, ihr habt es gesehen, ich muss Midlane wohl gegen Cassidy. Ich glaube nicht, dass ich gegen Yasuo muss, weil Yasuo Toplane gegen Jax spielen wird. Eigentlich müsste Jax den Yasuo richtig ziehen. Ja, aber sicher kann man sich da natürlich nicht sein. Wir haben bei den Gegnern schon wieder einen Dreier-Premade-Team, nämlich hier France Television. Also drei Franzosen anscheinend hier, die zusammenspielen. Wir haben allerdings auch eins, aber nur einen Zweier. Ja, diese Knights from Elenorsch, oder wie es auch immer ausgesprochen wird. Ob wir hier ansonsten noch eine Kombination haben, die Botlane könnte auch Premade sein, ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir zwei Zweier-Premades. Also generell würde ich schon mal sagen, wir haben auf jeden Fall einen Nachteil. Weil wenn wir hier wirklich drei Leute haben, die Premade sind und vor allen Dingen ganz gefährlich, an dieser Stelle auch zu sagen, dass Cassidy mit dem Jungle Premade ist. Das heißt, die werden sich ganz sicher Höllen absprechen. Das heißt, ich kann nicht davon ausgehen, dass ich meine Lane gewinnen werde. Und ich kann auf jeden Fall auch davon ausgehen, dass meine Lane ein wenig, ja, wie soll ich sagen, wahrscheinlich wird sie ziemlich krass gekämpft werden. Also würde ich, also klar, wenn man Premade mit dem Jungle ist, dann hofft man natürlich immer, beziehungsweise dann spricht man sich halt auch immer im Teamspeak oder so ab, dass man möglichst dann die Lane gefeedet bekommt. Ja, aber wir werden sehen. Tründer hatte jetzt halt auch keinen HCC. Das heißt, mit Flash müsste ich eigentlich immer sicher sein. Jetzt natürlich, dass der gleich was verliert, aber hat er gut gemacht, hat er es erstmal wieder ein bisschen getankt. Ja, verliert aber Farm. Job. Wow. Scheint bei denen ja gut zu laufen. Es wäre eigentlich bald ein guter Zeitpunkt, für den Tründer mal hier ganken zu gehen. Ich habe halt mega Schiss. Tründer hat sich bis jetzt echt noch nicht blicken lassen. Der hat die Refillables. Kriegt er nicht. Kann denn der Jax gegen den Yasuo verlieren? Ah, das war das, was passieren musste. Ja.
Ja, ich pushe jetzt so weit raus, wie es mir irgendwie möglich ist. Ist halt auch Höllen outfarmt worden von dem Yasuo. Eine ganze Wave verpasst. Tründer hat bis jetzt noch niemand gesehen. Reicht nicht, um ihn zu töten. Deswegen bin ich nicht hinterher geflasht. Der Burst ist real, ey. Der hat Flash, ne? Ignite, ja, er hat Ignite. Reicht nicht, aber Yi kann ihn jetzt töten. Oder auch nicht, weil er direkt weggeflasht ist. Das ist der Ignite-Vorteil, liebe Leute, den er gut ausgenutzt hat. Oh, der Jax ist höllenschlecht. Der farmt auch wie der letzte Mensch, ey. Kann nur hoffen, dass der nicht den Yasuo krass feedet. Job. Boah, da ist mein Puls gerade in die Höhe geschossen. Oh, ja, 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 ja. Fuck, ich hab den Dicken verpasst. Jax will als First Item Gym so gehen. Das ist riskant. Weil er einfach bis dahin absolut nutzlos sein wird. Aber Botlane geht fürchterlich ab, ey. Das ist richtig krass dabei. 73 Farm zu 40. Also die gegnerische Toplane ist unsere Botlane.
Junge, Junge, Junge. Da hat er auch wieder nur den Kill auf Jax bekommen, weil er Flash, weil er Ignite hatte. Wow, er hat es wieder nicht gekauft. Manchmal, ich schwör's euch, das buggt manchmal rum. Ich mach Doppelklick und er kauft nicht. Oh. Wenn das passiert. Boah, mittlerweile zieht er den. Haha. Geil, hat der Jin so. Ne, wenn der Jin so fertig gehabt hätte. Unglaublich. Angst vor Yasuo, ein bisschen. Wow, hat er ihn outplayed. Oh, er kriegt den so. Missing, missing, missing. Der Tründer farmt im Moment eigentlich nur. Hat aber trotzdem deutlich weniger Stacks, Devour Stacks als Yi. Luschen. Farmt auch gut. 136 Farm nach 15 Minuten. Ziemlich, ziemlich gut. Es ist fast an den 10 CS pro Minute. Ja.
Oh, was für ein Trash-Gott, ey. Okay. Ich wollte dafür nicht flashen. Das wäre es nicht wert gewesen. Ah, es reicht noch nicht. Schiette. Ich denke übrigens, dass der Trash und der Lucian auch Premade sind, denn die harmonieren auch sehr, sehr gut zusammen. Der ist so gut. Obwohl das jetzt nichts gebracht hat. Ja, jetzt kommen sie alle. Jetzt haben sie die Botlane mal rasiert hier, weil... Oh Gott, ich hab verkackt. Fuck it. Ah. Oh, ich hab's gerade verkackt. Haben sie gerade aber viel zurückbekommen, ne? Wir haben zweimal Rageblade übrigens. Also ich würde an der Stelle von Jax ein bisschen tanky bauen. Das würde ihm mit Sicherheit nicht schaden. Instant Ulti, ey. Tot.
Er ist ja instant tot, ey. Oh, jetzt bin ich auch tot. Fuck it! Oh Gott! Unglücklich, dass der genau in dem Moment wieder seinen Knock-up abhatte, ey. Aber wir sind auch gerade wieder, wir fangen auch wieder hier zu splitten und die rennen uns Mitte die Bude ein. Das ist auch ein Fehler gewesen, dass wir einfach nicht im Team waren. Wir kämpfen hier immer. Da kannst du nicht reingehen, nie. Das geht nicht. Oh, er geht rein. Warum, frage ich mich natürlich. Ich habe Tründer gesehen. Könnte ich... Of course. I couldn't... Take Lantern. Ich hab drauf geklickt. And I clicked. Das verstehe ich nicht. Ich hab drauf geklickt. Ich hab hundertprozentig auf den Dreck drauf geklickt. Und es hat nicht funktioniert. Wir throwen das wirklich gerade. Wir verlieren das noch. Der Yasuo macht seinen Job hervorragend. Der ist einfach ultra gut. Er hat mittlerweile einen solchen Schadens-Output. Das ist unfassbar. Ja, Trash. Throw, throw, throw. Das ist wohl wahr. Aber ihr standet zu null und habt jetzt schon einige Kills wieder abgegeben. Trash ist in Lebensgefahr da. Ich habe alles auf Tründer rausgehauen, der hat das überlebt. Yes. And Tründer is immortal. Like 10 hours. Also ich habe Cassidy nicht gefeedet. Könnte mir erklären, was er wollte. Ich bin aus Lane 202 gegangen. Ach, ja, aber ich denke, dass wir das nicht gewinnen können. Der Jax. Jack, wir haben auch keinen Tank. Der Jax baut überhaupt nicht Tanky und deswegen ist er auch total nutzlos. Weil er rennt einfach rein und stirbt, ja.
Das ist halt, ich erwarte nicht, dass jemand für das Team Tank bauen muss, aber ich erwarte, dass jemand Tank baut, wenn er Tank bauen muss, um zu überleben, weil er ansonsten im Fall immer ein Instant-Tot ist, ja. Und das ist Jax im Moment. Und ich brauche unbedingt eigentlich CDR, aber ich habe schon so viel vom Giants-Belt gebaut. Da fällt es mir schwer, jetzt was anderes zu machen. Und ich habe so einen guten Knock-Up rausbekommen. Nice. Und er führt sie auch noch zu mir. Jax ist hundertprozentig tot und er geht... Oh my gosh. Ehrlich. Und er führt sie zu mir. Er führt sie zu mir. Deswegen bin ich extra noch, dann wäre ich doch geradeaus weitergegangen. So ein Penner. Ich meine, er geht geradeaus und hier macht er kehrt und geht noch hinter mir her. Und das hat mich das Leben gekostet. Das ist Baron für die Gegner, ganz klar, da brauchen wir nicht drüber reden. Aber das ist bitter. Das ist höllenbitter. Weil ich hätte das überleben können und ich hätte dann Baron und auf jeden Fall noch contesten können mit ein bisschen Poke. Das geht gar nicht. Jax ist auf jeden Fall Worst Player in diesem Spiel. Mit Abstand. Mit ganz, ganz großem Abstand. Jax kostet hier wirklich an dieser Stelle das Spiel. Weil Jax... Und der baut AP Jax. Er, nee, wollte gerade sagen. What the fuck? Ich dachte gerade, ich sehe gerade mein Bild und denke, das ist das Bild von Jax. Ja. Der macht 2v1. Und die sind natürlich ultra mad. Dummes. Etwas, ey. Schade. War eigentlich ein schönes Laning, auch für mich. Aber dass dann im Team so schlecht laufen würde und vor allem, weil die Botlane jetzt auch einfach nur noch richtig schlechte Jobs macht, ja. Also die Botlane war am Anfang viel stärker, als es noch in der Laning-Phase war. Und jetzt tilten die komplett, vor allem auch der Lucian. Ich glaube, das sind auch die ganze Zeit zu rendern. Die tilten like hell. Das ist, nicht schön. Aber Yasuo zu stark, Kassadin zu stark. Und Tryndra ist viel nützlicher als der Yi, weil Tryndra halt unendlich lange überlebt, ja. Weil wir ihn nicht auf Anhieb töten können. Zeigt er sich auch noch. Na, 2v3? 1v3? Und schon wieder konnte er ulten. Dieser Assi-Aim.
Yasuo kommt jetzt sowieso an uns ran. Er slidet einfach durch. Der Slow auf Doom. Das ist Cassidy Slow, like 5 Minuten. Unglaublich. Ja, aber GG. Ist durch. Cassidy Beast. Yasuo Beast. Tründer Beast. Und Jhin ist jetzt auch stärker als Lucian, weil der seinen kompletten Early-Vorteil aus der Hand gegeben hat mittlerweile. Aber die Botlane hat auch einige Sachen gemacht, die einfach ultra schlecht waren, auch vor allen Dingen im späteren Spiel. Einfach 2 Kills abgegeben und sowas. Das ist öfter mal gekommen, öfter mal passiert und es war einfach... Vor allen Dingen jetzt kann man mir... Ich spiele auch lieber Toplane, weil ich habe das Gefühl, es gibt einige Toplaner, die überhaupt nichts drauf haben. Also wirklich nichts. Und Toplane ist... Meisten meiner Games, die ich spiele, da verkackt Toplane ultra geheuerlich. Genauso wie jetzt mit dem Jax, ja. Und dann ist der Yasuo irgendwann mal Full Build. Und dann macht der Yasuo halt auch mal 1v2. Das ist, Harakiri. GG. Ja, Lucian hier ist der Giga-Carried. Lucian hat auch einfach, er hat getiltet. Er hat getiltet und hat damit auch ein Stück weit das Spiel verloren. Er hat einfach die Moral der anderen Leute mit dem Trash die ganze Zeit, the throw. Klar war das ein Throw, aber das war ein Throw, der einfach von jedem irgendwie geschuldet war. Auch von der Botlane, die einfach ganz oft vorne war und dann einfach verreckt ist, weil sie SS nicht beachtet hat oder weiß ich nicht. War... Wieder so ein Spiel reiht sich in die Gruppe der letzten 2 Spiele ein, das einfach gewonnen hätte werden können. Aber da meine Mates einfach ultra schlecht sind, ja, auch vom Teamplay dann später, weil sie irgendwie, also ich kann solche Spiele nicht carryen. Das geht nicht mehr. Weil wenn einzelne Spieler so gut sind, dass sie mich einfach easy killen können. Und einen Cassidy kann ich nicht one-shotten, ist zu tanky mit seinem Scheißschild. Das ist wie ein Galio. Also das ist, ich hoffe, das wird besser jetzt in den nächsten Spielen. Ich hoffe es, weil ansonsten bin ich ganz schnell wieder Platin 5 mit 0 Punkten.